Gibt. Okay, ich behaupte nicht, das wäre ein schlechtes Zeichen, aber es ist definitiv kein gutes. Yes! Das tut nur einen Moment lang weh. Das war nicht nett. Oh, das tut weh. Nicht, das wäre ein schlechtes Zeichen, aber es ist definitiv kein gutes. Das tut nur einen Moment lang weh. Hast du das gehört? Das Ding ist hier irgendwo. Oh oh, da drin ist jemand. Das sind Kinder. Was sagen sie?
Ich glaube, die wollen uns etwas sagen. Los, komm raus, wo immer du steckst. Oh Mann, wir sind nicht allein. Ich muss vorsichtiger sein. Bist du okay? Was hat Hoover sonst noch gesammelt? Bye. Das ist richtig, Kumpel. Hier ist es. Spezialsammlungen. Diese Räume sind voll seltener und wertvoller Bände. Okay, sie ist mit Igen hier drin. Keinen Laut.
würden sie uns die gesamte Science-Fiction-Abteilung entgegen. Ihr könnt nicht durch die Schilde ballern! Ihre Schilde schießen mit dem Erdknall auf ihre Schilde. Weißt du noch, wie du sagtest, Gedrucktes sei tot? Wär's doch bloß so. Wo ist sie jetzt wieder hin? Erhöhte Valenzen. Da ist definitiv irgendwo eine Spur. Deutlicher Ausschlag. Genau hier. Ja, sieh dir das an. Ich spüre einen Windhauch. Oh, cool. Geheimgänge, die sind toll. Ich wusste nicht mal, dass dieser Bereich existiert. Die Hausmeister wohl auch nicht. Zumindest die letzten. Was sind das für die? In Tobin sind die nicht aufgeführt. Nein, die sind im überarbeiteten Ätherik-Katalog. Ich glaube, die graue Dame erzeugt sie aus den Büchern und kleineren Geistern hier. Sie könnte mächtiger sein, als wir dachten. Mann, ist das toll. Ich könnte einen Monat damit verbringen, diese Bücher zu katalogisieren. Sei vorsichtig mit dem, was du dir hier unten wünschst, Ray. Wir sollten Winston sagen, er soll hier runterkommen. Wir könnten seine Hilfe brauchen. Wow, sieh dir das an. Ray, ich bin nicht wirklich davon überzeugt, dass das der beste Plan ist. Hey, ich wette, das ist eine Falle. Willkommen in der Heimat, Ray. Es bewegt sich wieder. Da links! Strukturelle Integrität dieses Untergeschosses angeht. Bewegung! Ich sage euch, dieser Gebäudeteil ist instabil. Die Decke könnte jederzeit einstürzen. Der Hirnsaft-Experiment zeigt wohl, und du kannst helfen! Nein, ich habe die Fangenden sollen nachgeben müssen. Kommen Sie! Du hast ihn angeschlagen! Ja, ja, komm her und sag's mir ins Gesicht. Halt ihn fest! Eingekerkert! Da drüben! Oh Mann! Shh.
Diese Balken sind schwer verkeilt. Ein guter Ort für den Sperrstrahl. Okay, schubst das mal aus dem Weg. Diese Balken sind schwer verkeilt. Ein guter Ort für den Sperrstrahl. Zieh das da raus! Schubst das mal aus dem Weg. Diese Balken sind schwer verkeilt. Ein guter Ort für den Sperrstrahl. Zieh das da raus! Ausgezeichnet! Was wohl da unten ist? Etwas Großes und höchstwahrscheinlich Furchteinflößendes. Da unten ist es ganz schön dunkel. Und auch feucht. Wunderbar. Ich hoffe, du hast keine offenen Schlüssel. Ich denke da an fleischfressende Bakterien. Die Tür hat ein elektrisches Schloss. Versuch mal, ob du die Stromquelle findest. Toll, der Rekrut hat sie gefunden. Ich frage mich, ob es eine gute Idee ist, in 50 cm hohem Wasser zu stehen. Das hat nicht geklappt. Ich bin kein großer Fan von bidimensionalen Klasse 6 Attraktoren.
Da stimme ich dir zu. Wir hatten Glück, dass er sich nur in ein paar alten Büchern manifestieren konnte. Rekut, bist du okay? Weiter geht's. Sehr freundlich. Hübsch. Hier drin könnte niemals was Böses passieren. Da ist sie! Flankiert sie! Sie kann nirgendwo hinfliehen! Außer durch das Gitter. Ich weiß nicht recht, wie das Flankieren funktionieren sollte. Oh Mann, brennende Kohle. Und diesmal auch noch zwei. Ja toll, Ray. Sag uns noch mal, wie viel Glück wir haben. Schnappen, bevor es echt gefährlich wird. Den Zeitpunkt haben wir vermutlich verpasst, Ray. Tja, wir können ihr nicht durch das Gitter folgen. Gibt es einen anderen Weg? Was hast du da gefunden, Kumpel? Gute Arbeit, Spangler! Der Zuge hat den Ausgang gefunden. Ich habe das Pack mit was Neuem erweitert. Das ist das PVS, Plasma-Verteilungssystem. Im Grunde ein Schleimsprenger Mark II, aber deutlich modifiziert. Die Plasmaspeicher sind jetzt in das Protonenpack integriert. Es verwendet eine Basiskultur aus Ektoplasma, um Entitäten zu beschädigen, ätzenden Schwarzschleim zu deaktivieren und unsichtbare Strukturen auf der ätherischen Ebene sichtbar zu machen. Um den Schleimsprenger zu benutzen, musst du einfach zielen und spritzen. Er neutralisiert aktive Ansammlung von schwarzem Schleim. Er schließt auch alle Portale, die sie öffnen. Da, neutronisierter Schleim. Unsere eigene Abkürzung zur Hölle, wie bequem. Trauriger Ort.
ob der Sammler hier die Bibliothekarin getötet hat? Ich glaube, davon könnte man mit Sicherheit ausgehen. Dieses Buch gibt massiv Energie ab. Das ist ein Stichwort, Killer. Auf Sie! Das hat sie ziemlich gut hingenommen. Besser als ich erwartet hatte. Es ist nur logisch, wenn ihre Restgeistenergie mit dem Buch verbunden ist. Der Gosa-Kodex, richtig? Da wir das jetzt haben, dürfte ihr Echo freigesetzt worden sein. Sie ist weg. Ich glaube, wir haben ihr geholfen, hinüberzutreten. Sie ist schon wieder da. Oh nein. Die Buchstände generieren hier Sinn. Kuppel, die Folien! Voll drauf, voll drauf! Sie schirmt sich mit den Kodexen ab. Kümmere dich um die zuerst. Perfekt. Sie kann den Käfig nicht regenerieren. Immer weiter auf die Stelle. Die Buchstände generieren dir Schild. Das war's. Jetzt greifen wir die Bibliothekarin direkt an. Ziel hoch. Pass auf, okay? Tut sie weh. Jetzt sperrst du gerade auf sie. Das ist gut. Los, die Falle raus. Komisch. Das war nicht so schwierig wie erwartet. Ich habe gerade dasselbe gedacht. Es war fast zu einfach. Als wollte sie, dass wir den Kodex bekommen. Ja, als wollte sie, dass wir den Raum auseinandernehmen. Aber warum? Ein dimensionsübergreifendes Portal von der 5. zur 4. Eine Welt voller Geister. Davon träume ich seit dem College. Steht alles im Monarchia Dämonen. Fantastisch. Eine Geisterwelt. Nicht so enthusiastisch, Ray. Ich habe das Gefühl, sie tat das, damit wir einen Freund von ihr treffen. Na, wenn wir hingehen. Keine große Wahl, oder? Es ist der einzige Ausgang. Du da, geh voraus. Keine Sorge, wir machen sowas ständig.
So sieht die öffentliche Bibliothek also von der anderen Seite eines dimensionsübergreifenden Portals aus. Eine von unendlich vielen möglichen Konfigurationen. Du weißt schon, theoretisch. Ja, das hier sieht ganz nach der Gosa-Konfiguration aus. Vorsicht, schwarzer Schleim. Versuch es mit den Portalen. Eins davon muss hinausführen. Die wissenschaftliche Methode, Ray? Thank you.
Also, das war echt peinlich. Das schreit nach einem Schleimschnapper. Um einen Schleimschnapper zu spannen, schießt du auf den ersten Ankerpunkt, dann auf den zweiten. Der aktivierte Schleimschnapper zieht sich dann zusammen. Je mehr Schnapper du in einem Punkt befestigst, desto stärker wird die Reaktion. Da ihre ektoplasmatische Ladung nur kurz wirkt, werden die Schnapper mit der Zeit spröde und brechen. Schieß mit einem anderen Ausrüstungsteil auf einen Schnapper, um ihn zu zerstören. Wir sollten das wieder zurückbringen können. Geisterwelt oder nicht, die Hebelgesetze sollten überall gleich sein. Na los, Herkules, drück mal fest dagegen. Ah ja, das ist echt heiß, Kadett. Marshmallow-Manns? Ja? Ja, auch das hier. Alles weist auf einen einzigen Ursprungspunkt hin. Ilyssa? Ilyssa.